Wunderschönen guten Morgen für euch, für mich, guten Abend. Wir haben jetzt gerade 11:15, meine Freunde, zu einer weiteren Episode von Regi packt aus. Und als erstes möchte ich jeden gläubigen Muslimen hier an der Stelle ein gesegnetes Opferfest wünschen. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage und habt die Feiertage auch genossen. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt hier in diesem Video, weil hier seht ihr mich, hier ist es auch ein bisschen persönlicher und so weiter und so fort, ein kleines Let's Play Video. Also, wie gesagt, wenn ihr Opferfest feiert, wünsche ich euch ein gesegnetes Fest. Heute mal wieder mit einer tollen Episode. Heute ist das Paket, das ich letzte Episode angekündigt habe, dran. Aber als letztes Mal wieder. Dann haben wir noch, ich glaube, 4 Briefe oder so. Sind nicht viele heute. Dafür kommt morgen bestimmt wieder ein Batzen an Briefen. Viele Leute haben das angekündigt und ich muss vielen Leuten auch mal endlich wieder die Adresse rausgucken. Da habe ich einige per PN gefragt und das kommt noch, keine Sorge. Und jetzt kommen wir erstmal zu dem Standard-News, und zwar, wenn ihr mir auch Post schicken wollt, und zwar nur einen Brief, eine Postkarte oder einen Maxi-Brief, dann tut das bitte an die hier unten stehende Postfachadresse. Dazu braucht ihr einfach nur Postfachnummer, Postleitzahl Düsseldorf und dann noch Stichwort Party. Das reicht vollkommen aus und das geht dann Richtung Postfach. Wenn das aber dann ein bisschen größer ausfallen soll in Form eines Paketes, wenn das ein bisschen größer ausfallen soll in Form eines Paketes, dann könnt ihr mir eine PN auf YouTube schreiben, whatever. Titel Paket für Regi packt aus. Was weiß ich. Und dann rücke ich meistens meine Adresse raus. Aber egal, ich möchte nicht lange um den heißen Brei drum rumreden. Ich kann jetzt mal. Ja, ein bisschen, sehr ruhig. Ein bisschen Zoom-Action bei Mr. Bang, einfach den Laptop vorschieben. Und fangen wir einfach mal an. Ich muss mich mal wieder ein bisschen bewegen. Ich fauler Sack. So, genau, 4 Briefe. Und zwar haben wir jetzt hier zum Beispiel was von der Vanessa. Ein kleines Briefchen. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Kann ich mal wieder hier meine Reading Skills ein bisschen verbessern. Wer weiß, ne? Und ich muss sagen, die Feiertage sind wunderschön für mich und ich sehe schon einiges cooles Zeugs, okay. Einige Karten auch. Okay. Fangen wir mal an. So. Müll kommt dann dahin. Für Lena Sayu. Ich mach das später. Aber erstmal der Brief und. Oh, Mamacita. Okay, Moment. Was ist das? Moment. Das ist ein Brief für Sayu und das ist auch was für Sayu. Das heißt, ich gebe ihr das dann ab. Wann bin ich bei ihr? Übermorgen bin ich bei ihr. Von daher kann ich dir das dann geben, Vanessa. Und jetzt kommen wir erstmal für meine Sachen. Und mein Brief. So. Alles klar, bin ich mal gespannt. Okay, lieber Fati. Dankeschön. Als erstes will ich mich bei dir bedanken für deine ganzen Let's Plays, die mich inspiriert haben. Und ich will dir sagen, dass du einfach Chokgüzel bist. Und ich will auch Lena aka Sayu Pixel World danken für ihre Let's Plays, denn sie zeigt, dass auch Mädchen Pokémon spielen können und nicht nur Jungs. Ihr seid ein Traumpaar, also bleibt bitte zusammen. Für immer. Wir geben unser Bestes. Immer. Wenn ich euch gucke, dann zaubert ihr mir ein Lächeln ins Gesicht und ich vergesse alle meine Sorgen. Dafür will ich euch danken und ich hoffe, dass ihr für immer Let's Plays macht und dass ihr für immer zusammen bleibt. Viele Grüße, Vanessa. 15 Jahre, okay. Little Sayu the Bang, Rigi the Ninja Bang, dann hier Banger Style und so weiter und so fort, kann ich mal hier zeigen. Ich weiß, ich sollte mich aber langsam wieder eine neue Kamera gewöhnen, aber ist halt ein Laptop, ich habe hier nur 2 USB-Sticks und apropos USB-Stick, wisst ihr, was ich gerade nicht merke? Das ist der USB-Stick meines Mikrofons. Deswegen ist die Quali jetzt so scheiße. Und wenn ich jetzt rein tue, ändert sich das? Ich hoffe mal. Bum bum. Hat sich das jetzt geändert? Ich hoffe doch mal. Egal, mach ich einfach so weiter. Passiert, ne? Passiert manchmal. Aber auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, die Zeichnung. Vielen lieben Dank, Vanessa. Gucken wir einfach mal, was jetzt bei mir in den Karten drin ist. Ich werde natürlich Sayu die ganzen Sachen überreichen, muss dir keine Sorgen machen. Ich habe dir auch extra den Brief nicht vorgelesen oder ähnliches. Ich habe den nur kurz geguckt. Liebe Lena, hat zugeklappt. Keine Sorge. So, was haben wir hier für Regi Fatih? Okay.
Ja, ich heiße echt ein Leben Fatih, falls ihr es noch nicht wusstet. So, was ist das? Yeah. Yeah. Janis, du bist mittlerweile genauso fame, siehst du? Bedrängen, Janis. Bedrängst halt mal Frauen, du kleiner Schlingel. Geil. Der gute alte Janis. Das brauche ich auch einfach so als Erinnerung. Weil Janis ist in der Randomizer-Nasung ein tolles Pokémon. Und vielen Dank, Vanessa, für dieses Hundemon. Für die Hundemon-Karte. Wir sind einen lieben Brief und ich werde natürlich alles versuchen zu bewerkstelligen, immer mit Zeit zusammen zu sein und immer das Play zu machen. Dankeschön an dich und schöne Grüße. Dann haben wir einen Brief von Jürgen. Und keine Sorge, ist ohne Speichel. Steht hier auf dem Brief. Jürgen, das will ich auch mal hoffen. Denn ansonsten gibt's Kloppe. Fühlt sich aber an wie Speichel. Verdammte Scheiße. Nach dem Pack-Opening erstmal wieder Hände waschen. So. Da ist aber einiges dabei. Moment, erstmal hier, Umschlag kann ich wegschmeißen. Das kommt dahin. Die ganzen Briefe, die ihr bisher geschickt habt, die habe ich mir aufbewahrt. Und später, ich weiß, ich sag's in jedem Part, aber ich habe jetzt schon sowas geplant. Es gibt so gewisse Zukunftsvisionen oder Zukunftspläne, die ich mit Zayu bis jetzt gebracht habe. Und ich habe natürlich das mit bewerkstelligt und ja, eine Menge Text. Verdammt. Egal. Yo, Regi. Seit deinem Projekt zu Pokémon Flora Sky unterhältst du mich mit deinen bombastischen Let's Plays. Immer wenn mir langweilig ist und ich nichts zu tun habe, klappe ich meinen Laptop auf und schaue mir deine geilen Videos an. Du bist meiner Meinung nach der beste Pokémon Let's Player, den ich kenne. Denn durch deine tollen und witzigen Kommentare bringst du einen besonderen Geschmack in deine Videos rein. Mein Lieblings-Pokémon-Projekt ist von dir ist Pokémon Bloody Platin Nuzlocke Challenge, wo du mich mehrmals zum Lachen gebracht hast. Scheiß Lektoral, dass er I Like James getötet hat. Sehe ich auch so. I Like James war klasse. Es ist wirklich heftig, dass du nach so einer Zeit so viele Meisterwerke, Videos gemacht hast. Schon über 900. Und bald vielleicht die 1000? Ich hoffe es doch mal. Ich kam erst jetzt drauf, dir einen Brief zu schreiben, was ich eigentlich viel früher geplant hatte. In der letzten Pack-Aus-Folge 7 meintest du, dir fehlt noch eine Pokémon Weiß Edition. Als Dankeschön für die letzten Jahre, die du mich mit deinen coolen Let's Plays unterhalten hast, möchte ich dir meine Edition ein paar Karten schenken. Sorry, wenn sie nicht in gutem Zustand sind, aber ich hoffe, sie gefallen dir trotzdem. Ich freue mich auf weitere Videos von dir und wünsche dir und Sayu eine gute Zukunft. Viele Grüße, dein Abonnent Zero Infinity LP. Jürgen, mein Freund, warte mal mit. PS, hast du mit Popo Insomnia Night noch Kontakt? Denn es wäre cool, wenn ihr wieder ein Together macht. Ach so. Nee, habe ich nicht. Aber für die Minecraft-Junks unter euch, ich habe da schon so kleine Visionen im Kopf. Aber dazu muss ich jetzt erstmal meine jetzigen Projekte kurz abarbeiten. Vielleicht dauert das noch so ein, zwei Monate, aber ich habe da was geplant. Ich habe da was im Kopf. Also Minecraft-Junks, bleibt am Ball, nicht enttäuscht sein. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was der Jürgen hier gemacht hat. Jürgen hat was gezeichnet. Oh, das ist. Och nee, die Augen. Gebt euch mal die Augen hier von Sazenia. Oh nee. Das ist toll. Ja, seht ihr sich auch mal an, das geht man. Da steht Art is Explosion bei Electroball. Und don't do this! What the fuck, boom und Moment. Gebt euch mal die Augen von Sazenia. Ach du Heilige! Diese ganzen Bilder, die ich von euch geschickt bekomme, die kann ich zurzeit, wie gesagt, leider nicht aufhängen. Wobei. Ich muss mir mal so eine Magnettafel holen oder so eine Pinnwand. Mache ich bald, in naher Zukunft. Oder in naher Zukunft, aber die hebe ich mir auf jeden Fall auf. Und die sind nämlich sehr, wie soll ich sagen, die sind einfach Gold wert. Später zum Beispiel, wer weiß, vielleicht kann ich dann irgendwie meinen Nachkommen oder was weiß ich zeigen, ja hier. Hier, euer Opa, der war früher Let's Player. Hat nichts mit dem Strand zu tun, aber muss a la Player, kennt ihr, versteht ihr? Ich halt die Klappe. So, wir haben jetzt erst ja Regigigas aka mein Baba. Richtig episch. Dann haben wir hier Mew. Wird es dir gefallen. Mewtwo, okay. Das sind so die älteren Karten, glaube ich. Dann Regiolo. Und Lucario. Oder Lucario ist sogar Rolo, nice.
Episch. Wow. Aber Regigigas, du hast hier meinen Papa. Mein Baba. Ist egal, ob die Karten in gutem Zustand sind oder nicht. Es kommt immer auf die Geste an und die Bedeutung. Und natürlich haben wir jetzt hier noch die weiße Edition. Vielen lieben Dank dafür, mein Freund. Jetzt habe ich die weiße und schwarze Edition. Danke an dich. Weiß 2. Guck mal, gucken. Ich denke, ich kann das irgendwo auftreiben, Weiß 2. Denke ich mal. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Und jetzt heißt es für uns nur noch... Rote Edition haben wir, glaube ich. Keine Ahnung. Aber jetzt heißt es für uns nur noch... Rote Edition und die Spiele aus der zweiten Gen. Bin mal gespannt. Die zweite Gen scheint rare zu sein. Und genau. Wenn ihr euch dazu entschließt, mir Spiele oder ähnliches zu schicken, nehme ich natürlich gerne an. Aber ihr braucht die nicht schicken, wenn ich die schon habe, weil das wäre einfach nur, wie soll ich sagen, entweder erstens schade für euch und für das Spiel, weil das bleibt dann hier immer so liegen und so weiter. Aber wenn ihr euch dazu entschließt, mir so ein Spiel zum Beispiel zu schicken, dann lasst bitte den Spielstand drauf, weil ich finde das immer mega geil, wenn ich dann eure Spielstände gucken kann. Ich habe an alle Leute, die mir bis jetzt schon mal sowas geschickt haben, ich bin jedes Spiel durchgegangen. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Soul Silver, ich weiß leider nicht mehr, wer die mir geschickt hat, das sind so viele. Aber ich habe jetzt eine Soul Silver und eine Hard Rot bekommen. Und ich habe mir da die ganzen Spielstände durchgeguckt. Und in der... Psst, ach komm, du störst mich gerade. Also, nee, ja, hier beim Video, egal. Und da gab es zum Beispiel ein Ho und ein Lugia. Das Ho hieß Durchfall. Und das andere hieß Durchfall 2. Ich fand das mega geil. Ich habe die auch direkt auf meine Black 2 Edition übertragen. Und ja, falls es euch interessiert, wollte ich schon mal so gesagt haben. Und ansonsten, Ansonsten gibt's da nichts. Lass einfach die Spielstände drauf, freut mich richtig. Und an denjenigen, der mir eine Soul Silver geschickt hat, deine Soul Silver Edition, die habe ich jetzt neu angefangen, die spiele ich jetzt gerade nebenbei, so beispielsweise, weiß ich, alle zwei Tage eine Stunde oder so. Also, freut dich schon. So. Kannst du schon mal melden, wenn mir die Soul Silver Edition geschickt hat. Dann haben wir hier einen Brief von dem guten alten Amar. Amar, du hast mir vorher gerappt wie ein Fan. Also zügel deine Worte bitte jetzt wie ein Man. Na, wer war das? Genau, das Urteil. Cool, Savasch. Bester Diss-Track überhaupt. Und ich höre da schon Sachen klappen. Oh mein Gott. Das kommt schon... Oh mein Gott. Was ist das? Sind das Rappen? Sind das Schweizer Rappen? Ja, ich sehe hier Basel. Das sind Schweizer Rappen. Yay, Schweizer Geld, geil. Da wird sich meine Mama freuen, Kollege. Muss ich direkt meiner Mama zeigen, gleich. Die rastet aus. Boah, wer hat das geschickt? Para. Quatsch. Boah. Hä? Ist da noch was? Ah, nee, das ist einfach nur so reingeschmissen, Hammer. Okay. So. Sehe ich natürlich erstmal den Brief vor. Und, alles klar. Hallo Fatih, ich hau gerade einen Regipakt aus und habe dir jetzt... Boah, hast du eine Sauklaue, Alter, und auch so klein. Egal. Und habe dir jetzt auch endlich einen Brief geschrieben. Psst. Und habe dir... Stummschaltung ist doch was Feines. Ich bin einen Brief geschrieben. Erst einmal was zu meiner Person. Ich bin 15-jährig. Gehe auf ein Gymnasium in Basel und heiße Amar. Ich weiß, ein merkwürdiger Name für einen Schweizer, naja. Auf YouTube ist mein Name Such mich aus 1893, such mich aus oder Sushi Lauch, ich kann das nicht lesen, such mich Lauch, Laus, ach, na egal. Der Name wird den wohl nicht sagen, aber mit einem anderen Kanal habe ich dich seit deinem ersten FIFA-Video abonniert. Du hast einen tollen Humor, geile Skills, eine coole Stimme und bist einfach ein rundum gelungener Typ. Denn Lena passt perfekt zu dir und ich hoffe, ihr werdet für immer zusammenbleiben. Und viele kleine Lenas und Fatihzeug. Wenn es Haie wüsste. Oioioi. Ich habe mir lange überlegt, was ich dir schicken sollte. Vor allem, weil ich die anderen dir immer so schöne Geschenke schicken. Ich interessiere mich nicht so für Pokémon. Und deshalb habe ich kein altes DS-Spiel auf Lager, welches ich dir schicken könnte. Haben wir überlegt, ob ich einfach die
die 13. Pokémon-Karten auf eBay kaufen solle, um dir diese dann zu schicken können. Aber das würde irgendwie 100 Franken gewesen. Also schicke ich dir persönliche Kleinigkeiten und auch die Unterschrift von Jan Sommer. Oh, Jan Sommer, geil, ehrlich. Oh mein Gott. Für Leder. Haha. Ja, das ist ein Insider. Moment hier, Jan Sommer, unterschrieben. Die Sayu, die hat den, wir haben ja ein FIFA-Part zusammen gedreht, FIFA 12, und da haben wir mit meinem Schweizer Team gespielt. Und da hat die Jan Sommer richtig abgefeiert, weil er so gut wie alles gehalten hat. Boah, das gebe ich dir auch. Boah, habe ich wieder eine Menge für sie. Das wird sie mega freuen. Glaub mir, Leute. Die ist dann immer, die ist dann immer so. Wie Frau Merkel. Weil bei Frau Merkel ist das ein bisschen krass. Egal. Von Jan Sommer. Wenn du Unterschriften, ich kann dir ein paar Autogramme von ehemaligen FCB-Spielern, die in die Bundesliga wechselten, Petric, Rakitic, Kuzmanovic, Derdiok, Shaqiri, Xhaka, für Lena, weil sie ihn genauso gut findet. Ich hoffe, ich kann dir und ihr ein mit meinem Geschenk eine Freude machen. Nun möchte ich mich noch für sie, für die vielen FIFA 13 Videos bedanken und wünsche dir für die Zukunft das Beste. Liebe Grüße aus der Steuerrose Europas. Steuerrose? Steueroase! Ha! Steueroase Europas. Dein treuer Zuschauer Amma. PS, wenn in den Herbstferien in Istanbul. Nee, war in den Herbstferien in Istanbul. Hat mir richtig gut gefallen. PPS, entschuldige, dass dein Brief so lang wurde, aber. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich. PPPS, der Brief ist rückfrankiert. Könntest du eine Unterschrift zurückschicken? PPPPS, bleibe FCB-Fan. Rot, ich die Liebe. Blau, die ewige Treue. Ja, das geht nicht sogar. Ja, kann ich machen, das ist kein Ding. Wenn die rückfrankiert sind, gerne. Aber ich sag dir jetzt schon mal, meine Unterschrift ist katastrophal. Oh. Okay, super. Dann haben wir hier. Ey, cool! Das erfolgreichste FCB-Team der Saison 2011-2012. Hier. Mannschaftsfoto vom FCB. Chillig. Sukar Shaqiri, wisst ihr, weil das 2011-2012. Hab ihn, glaube ich, sogar gefunden. Da ist der kleine Streuner, der Shaqiri. Boah, hab so ein Foto auf Facebook von dem gesehen. Richtiger Brecher, der Kerl. Dann hat er noch hier so eine Postkarte aus Istanbul, die Kemal Atatürk natürlich muss sein, Atatürk. Episch. Dankeschön. Dann noch Schweizer Geld, Schweizer Münzen. Also so Rappen, Rappen hießen hier, Rappen. Rappen. Ist das jede einzelne Münze hier? So. Cool. Da wird sich meine Mama. Halt's Maulstuhl. Da wird sich meine Mama freuen. Und da haben wir hier noch Sticker, glaube ich. Oder Karten. Keine Ahnung. Spieler, von denen ich glaube, dass sie dir sympathisch sind. Beziehungsweise du feierst sie. Größtenteils in FIFA. Mal was anderes als Pokémon-Karten. Ey, cool. Okay, wir haben jetzt hier zum Beispiel Cristiano Ronaldo. Okay, den feiere ich natürlich, ist klar. Dann Steven Gerrard. Boah, like a boss. Frank Lampard. Geil. Dann ist das Ibrahimovic, ne? Ja, genau, das erkenne ich direkt an der Nase. Özil Fischauge. Nee, Fischauge mag ich nicht. Aber Ronaldinho. Boah, Ronaldinho feiere ich überkrass. David Beckham feiere ich überkrass. Wer ist das? Rubinho? Nee, Ronaldo? Nee. Rubinho, wusste ich doch. Rubinho. Hulk. Boah, dicker fetter Nani. Krass. Balotelli, aber im Intertrikot sind halt ein bisschen älter die Karten. Messi. Dann Maicon ist das, ne? Immer die falschen Finger. Da Maicon, ja. Marcelo kenne ich so. Piqué. Dann Dani Alves. Drogba. Drogba. Eto, aber noch im Intertrikot. Krass. Moment. Eto. Dann Pato mit kurzen Haaren. Boah, Pato mit kurzen Haaren. Leute, gebt euch das. Krasser Scheiß. Hab ich noch gar nicht gesehen. Yaya Touré. Sergio Ramos. Dann Buffon. Und boah. Danke, Digga. Das sind echt gute Karten, ne? Krass. Danke, Mann.
Gefällt mir. Es ist natürlich was anderes als Pokémon-Karten. Nice, danke dir. Schöne Grüße an dich, Amar. Natürlich kriegst du deine Unterschrift, keine Sorge, aber erwarte bitte, bitte, bitte nicht so viel. Ich werde versuchen, die dann nächste Woche abzuschicken. Anfang nächste Woche, nur für dich. Weil Post ist sowieso hier unten bei mir direkt von Ballas. Kein Ding, kann ich sofort machen. Danke an dich, Mann. Sehr originell, hat mir sehr gefallen, weil ich war eigentlich immer der Meinung, dass die FIFA-Leute hier bei den Pakt aus Videos zu kurz kommen, dass sie die Videos gar nicht gucken und zwar nur die Pokémon-Leute die Videos gucken. Aber du hast mir das Gegenteil bewiesen. Was ich sehr, sehr cool finde. So, und jetzt haben wir einen Brief, wo kein Absender drauf stand, glaube ich. Da steht Nimsi drauf. Nimsi. Oder steht. Ist das russisch? Ist das russisch? Methor. Keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall. Nichts, was ich kenne. Kein Englisch, was da drauf steht, aber da steht Nimshi drauf. So, jetzt bin ich mal echt gespannt, was da drin ist. Wenn da jetzt eine Briefform oder so drin ist, boah, hoffe ich mal nicht. Und den Brief muss ich zum Beispiel nochmal so separat abholen. Ich glaube, weil er zu groß fürs Postfach war, aber bin ich mal jetzt echt gespannt. So, ganz, ganz langer Brief, okay. Nimsi stand da drauf. Nimsi, was heißt Nimsi? Egal. So. Lesen wir einfach mal vor. Also Nimsi. Keine Ahnung, sagt mir gerade nichts. Egal. Hi Rigi. Also zuerst würde ich dir mal gerne für deine Arbeit danken. Einfach mega Weltklasse. Wie ich schon auf Facebook... Weltklasse. Da sag mir was. Ist das etwa der Dodger? Das ist vom Dodger. Ich hab nur Weltklasse. Ich lese meine Kommentare immer. Und der Typ, dieser Dodger, er schreibt immer Weltklasse. Immer Weltklasse-Part. Und jetzt allein wegen dieser einfach mega Weltklasse habe ich erkannt, dass er das ist. Könnt ihr mir mal sagen, dass ich meine Kommentare nicht lese, ja? So. Und die Nimshi, der wohnt in Polen, glaube ich. Ja, der wohnt in Polen. Deswegen auch so ein polnisches Paket. Geil. Hält sich aus Polen. Post aus Polen. Mama. Dobre rano. Dobre jutro. Dzień dobry, genau so. Ja, muss ich mal nachdenken. Was, Gendobre? Ja, doch, war Gendobre, ne? Egal, ich kann auch ein bisschen Polnisch. Bisschen. Egal, wo ich denke, wie ich schon auf Facebook gepostet, beziehungsweise unter deinen Posts kommentiert habe, bin ich hin und weg von deiner Arbeit. Ich möchte dich gerne auch außerhalb der Let's Plays kennenlernen. Ja, wird ein bisschen schwer. Tut mir leid, wird aber echt ein bisschen schwer, ja. Kaum Zeit und so weiter. Und dann muss ich mich auch um meine Bros und so weiter kümmern. Meine Ein- und alles, meine Lena und so. Ah, ist immer so komisch, mit der Kontakt aufzubauen. Du legst dich richtig ins Zeug, Le Bang. Das freut mich richtig sehr. Du, Le Bang, bist deutscher Let's Player Nummer 1 geworden. Durch deine Hingabe. Man kann sich richtig entspannen, während man deine Witz anschaut. Aber auch richtig toll Pokémon spielen, mit welchen ich dich, Le Bang, auch am meisten in Verbindung setze. Ich hoffe, meine Anschrift ist lesbar. Boah, die ist gut. Kann ich gleich mal zeigen. Das, was du für uns Fans und Abonnenten tust, ist sicher ganz schön schweißtreibend. Ja, ja. Das ist echt krass, was ich für euch mache. Damit ihr täglich hier ein Bad bekommt. Ich hab die Zeile verloren. Genau. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich hoffe, du bist nicht böse, wenn ich Sayo mal kurz erwähne. Ich finde sie nach ihren Let's Plays auch richtig toll. Ich habe für euch zwei von meinen Zeichnungen und ich hoffe, die werden euch gefallen. Das werde ich auch erst sehen, wenn du diesen von mir handgeschriebenen Brief liest. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und vielleicht mal sogar Bros werden. Also dann, Lübing, bis zum nächsten Mal. Dodger, Robert. Ja, das ist mit den Bros so eine Sache, ich denke ja nicht. Ganz, muss ich jetzt ehrlich so sagen, weil ich habe schon so meine Leute, mit denen ich abhänge und so weiter. Und seit noch mit Schule, das ist echt stressig, dann nochmal immer so mit neuen Leuten. Ich kann jetzt schon nicht mit jedem meiner Kontakte schreiben, die ich im Skype zum Beispiel habe. Ich kann nicht jedem antworten. Was mir natürlich auch sehr das Herz zerreißt, muss ich mal so sagen. Und wenn da neue Leute dazukommen, das wird dann noch schwieriger und ich glaube eher nicht, aber du weißt ja, zwischendurch bin ich ja immer noch Konfis da drin und das reicht ja eigentlich, oder? Ich denke schon. So, dann haben wir jetzt erstmal ein Bild für Sayu.
Pikachu natürlich, wie soll es anders sein? So, Moment, so, zack, so hier. Werde ich dir dann auch geben, aber die freuen sich immer riesig drüber, wenn die auch was bekommen. Wenn ich jetzt sage, ich habe was für dich, die so, ah! Ja. Ich liebe euch einfach, Bro, und Akani. Sehr, sehr edel. Muss sein, also, ich kann auch nochmal den Leuten hier deine Schrift zeigen. Die ist nicht schlimm oder so, keine Sorge. Also, ich finde die gut. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, die ist gut. Ja. Also, vielen lieben Dank, Robert und Roger. Hab dich sogar erkannt. Kannst dich froh schätzen, ja. Also. Und, ja. Sowas hört man immer wieder gerne. Danke, Mann. Danke, danke. Auch noch Post aus Polen. Besser geht's nicht, aber gut. Dann haben wir heute noch das Paket. Und zwar vom guten alten Pascal. Und ich dachte erst, das ist irgendwas, was ich hier aus Thailand bestellt habe, weil ich das von der Post direkt abholen musste. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was holt denn der Regie aus Thailand? Bestimmt irgendwelche Shemales? Nee, nee, natürlich nicht. Spaß. Da macht man keine Scherze. Aber, da bin ich mal echt gespannt, was da drin ist. Sieht aus wie eine Zigarettenpackung. Nicht nur eine Zigarette, sondern ich bin kein Raucher, damit ihr wisst, ne? Rauchen ungesund. Und ich kämpfe hier erstmal wieder mit dem Paket. Mit meiner Pornoschere. Lan. Ey, du hast aber ein bisschen übertrieben, Pascal. Ach, keine Ahnung, ich mache einfach so auf. Okay. Alles klar. Papier. Dann haben wir dann noch irgendwas drin. Okay. So, wir haben erstmal einen Brief. Verpackungsgenie. Okay, der hat was jemand was verpackt. Tastatur. So, das muss ich dann gleich wieder klein machen, sonst muckt meine Mama rum. So, also da ist auf jeden Fall irgendwas verpackt. Was schweres. So, gucken wir einfach mal. Hallo Fati, oder soll ich dich Regi nennen? Naja, egal. Ich weiß selbst nicht, was ich hier schreiben soll. Ich will dir schon mal viel Glück beim Entziffern meiner Schrift wünschen. Nun ja, wo fange ich jetzt an? Zunächst ein ganz großes Danke, dass es dich gibt. Nee, dass es die gibt. Boah, dass es dich gibt. Boah. Das ist aber egal. Du bist wirklich einer der besten Let's Player Deutschlands. Du bist witzig, ein bisschen abgedreht und bringst jeden Tag Videos raus. Ich finde deine Let's Plays einfach fantabulös. Richtig geschrieben? Mit Ö und nicht mit EU am Ende. Fantabulös. Nee, aber fantabulös, genau. Das ist richtig. Sie sind einfach cool. Wahrscheinlich liegt es allen daran, dass ich mich ein wenig mit dir identifizieren kann. Yo, was könnte ich noch schreiben? Ach ja, meine Geschenke. Ich habe dir mal bei YouTube geschrieben, ob du schon ein gewisses Spiel für die PS3 schon gespielt hättest. Naja, hier ist es. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr, aber egal. Zudem habe ich dir noch meine Lieblings-Pokémon-Edition dazugepackt. Sie hat ein echt spielstarkes Team. Hoffentlich gefällt es dir. Liebe Grüße, Pascal von Facebook. Regi Bang sollte besser aussehen. So, das ist eine Pokémon-Edition mit einem spielstarken Team. Das heißt also, da ist ein Spielstand drauf. Ich liebe das, andere Spielstände zu kaufen. Hier nochmal natürlich hier die Regi Bang. Muss sein. Und ich weiß nicht. Ich kann mich daran, glaube ich, nicht mehr erinnern. Wir schreiben, glaube ich, täglich, ohne zu lügen, 15 Leute eine PN auf YouTube. Ist jetzt natürlich nicht viel, aber für mich ist das zum Beispiel viel. Weil ich bin ja jemand, der die nicht guckt. Ich beantworte die auch, wenn die wirklich eine Antwort wert sind. Das krieg ich die Scheiße nicht auf. Lan. Pornoschere. So. Ich bin jetzt echt gespannt, was das für eine Edition ist. Okay. Eine weiße Edition. Jetzt habe ich zweimal die weiße Edition. Leider Episode, Leute. Ihr habt es ja nicht mehr alle. Aber egal, ich war. Jo, ach Mann. Aber ich gucke mir natürlich beide an. Ich muss mir das irgendwie markieren. Oder irgendwie irgendwas da festhalten. Moment. Aber wie? Wie kann ich den dann auseinanderhalten? Ah, hier. J08. 34 ist deins und.
08 ist das, was wir vom... Ich habe den Namen vergessen. Verdammt, das sind immer so viele Namen. Oh, tut mir leid. Wir hatten Amar, wir hatten Vanessa, wir hatten Robert. Jürgen, wie konnte ich Jürgen vergessen? Genau, sorry Jürgen. Aber du bist da irgendwie ein bisschen untergegangen. Aber gut, also er hat gesagt, es ist ein PS3-Spiel. Bin ich mal gespannt. So. Oh, 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 ich seh's schon. Haha. Und das ist auch noch eine Collector's Edition, oder? Oder so eine Limited Edition. Nein, wie episch. Wie episch. Limited Edition, sag ich doch. The Darkness 2. Hab ich zum Beispiel noch nicht gespielt. USK 18 Spiel. Natürlich sehr cool. Mit so diesem seht ihr jetzt den holographischen Effekt da? Ja, ihr seht's, ne? Auf dem Cover. Boah, sehr edel. Alter. Danke dir, Pascal. Richtig chillig, ich habe noch die weiße Edition. Ich gucke mir die gleich direkt an. Ich glaube, im Bett mache ich das dann. Ich habe morgen Schule leider. Ist ja Donnerstag, morgen Schule. Hab ich morgen Opfer, soll ich hingehen? Ja, ich muss hingehen. Aber, boah, nice, freut mich richtig. Habe ich wieder was zum Zocken? Ich habe in letzter Zeit zu viel zum Zocken, aber trotzdem. Oh Mann, ihr seid einfach so klasse. Da macht es gleich doppelt so viel Spaß wie ernsthaft. Nicht wegen den Geschenken. Also Geschenke zum Teil auch, muss ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt sagen würde, nicht wegen Geschenken, aber halt auch wegen diese Bestätigung, dass man es richtig macht, dass man Leute zum Lachen bringt und so weiter. Das ist einfach, dafür macht man das als Let's Player, oder sollte man das als Let's Player machen. Wollte ich nur so gesagt haben. Ich muss ja gleich noch mal ein bisschen Ordnung machen und Leute, wie gesagt, vielen Dank an alle, die in dieser Episode wieder mitgewirkt haben. Ich hoffe natürlich auf weitere Post. Sei es eine Postkarte wie bei Denise, die hängt hier immer noch, ja. Oder, was weiß ich, so ein Riesenpaket, wie es Hakan geschickt hat, egal. Kommt einfach noch die Geste an. Ein Brief tut's auch, ein paar nette Worte. Oh yeah. Und ich muss natürlich einmal nochmal den Brief zurückschicken, mit einer Unterschrift. Wollte ich schon mal so gesagt haben. Ja, dafür war auch dieser kleine Brief, den ich schon direkt runtergeschmissen habe, das war der rückfrankierte. Amar, du kriegst eins. Keine Sorge. Kriegst eins. Und Leute, wie gesagt, haut rein, macht's gut. Bleibt schön fruchtig. Euer Le Beng. Yeah!